Keine Chance. Das ist massiver Stahl. Dad? Ja, Liebling? Weißt du noch, wie ich meinte, dass ich kämpfende Dinosaurier sehen will? Ja. Das war ja so toll. Versuch zu schlafen, Süße. Hat er ja kein Funkgerät oder irgendwas bei, um in der Basis mal durchzufunken? War bestimmt im Auto, oder? Oh, ungefähr. Betäubungspfeile. Quatsch. Schießt er seiner Tochter in den Arsch, wenn sie nicht schlafen kann. Dann schläft sie bestimmt. So 100 Jahre. Gar nicht raus. Was jetzt? Blöd. Wieso gehst du denn da raus? Bist du der Kakadu? Ist neu im Zoo. Warum lädst du nach? Du hast nicht mehr geschossen. Glaubst du, wer hat gewonnen? Unentschieden, beide verloren. In diesen Umständen würde ich sagen, wir. Das darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex, das ist mehr als inakzeptabel. Ich muss mit Muldoon und dem Sicherheitsteam reden. Oh, wirst du richtig auf den Tisch hauen? Wer immer das zugelassen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde auf den Tisch hauen. Cool. Cool. Also, wie kommen wir zum Besucherzentrum? Das ist eine sehr gute Frage. Ohne Auto und Funkgerät bleiben uns nicht viele Optionen. Laufen? Zumindest steht die Stromversorgung wieder. Das sollte doch was nützen. Das ist so doof ohne Tor. Die Videoverbindung steht. Wie haben Sie das gemacht? Leicht zu hacken. Das System wird nur von Bindfaden und Spucke zusammengehalten. Genau wie der Rest des verdammten Parks. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Da draußen überleben sie nicht. Wir holen sie da raus. Wie kommen wir zu ihnen? Wir sind meilenweit entfernt und die Straße ist unterspült. Wir sitzen vielleicht in der Wildnis fest, aber die beiden stehen mitten auf der Hauptroute der Tour. Sehen Sie mal. Telefon. Ich frage mich, ob hier noch irgendwas funktioniert. Hauptleitung. Geht doch. Sieht aus, als würde die Leitung zum Besucherzentrum noch stehen. Hilft uns das? Nicht wirklich. Aber es könnte den Leuten auf der Route helfen, wenn wir ihnen ein Fahrzeug beschaffen können. Na dann los und dann zu Fahrzeuge. Tourfahrzeuge. Ach, die laufen ja alle auf Schienen, die Tourfahrzeuge. Ich hoffe, dass das System online ist. Ach, war klar. Verdammt. Haben wir keinen Sicherheitszugriff? Na gut, ich brauche wohl einen Sicherheitszugriff. Sicherheit. Komm schon. You didn't say the magic word. Snidrim. Sie wollen einen Zauberer? Ich bringe ein paar für Sie. Original aus dem Film. Oh, yeah.
Kreis. Wir? Natürlich. Ist klar, wir haben Zugriff. Mal sehen, was wir damit anfangen können. So. Fahrzeuge. Das ist doch mal was. Der Fahrzeug 1. So. Egal welches. Dann nehmen wir halt Fahrzeug 2. Ich habe gesagt, dass der ganze Park in einer Katastrophe enden wird. Ziemlich oft. Hoffentlich funktioniert wenigstens einer dieser Schrotthaufen. Oh, Fahrzeug 4. Okay, ja, meine Schäfchen. Wartet einfach da und ich schicke euch einen Wagen. Aha. Man weiß, dass wir hier sind. Du hast gesagt, ich soll niemals trampen. Außer du bist auf einer Insel voller Dinosaurier. Los, Liebes, holen wir unsere Patientin. Wie bringt uns dieses Ding? Die Tourfahrzeuge fahren nur ein paar Ziele an. T-Rex-Gehege. Sie uns hören. Wir müssen zum Besucherzentrum. Sieht aus, als wäre jemand verletzt. Ich bin überrascht, dass es nur einer ist. Bringen wir sie zum Zentrum. Na bitte! Geht doch. Dann kommen wir jetzt zum Besucherzentrum. Kann die Karre nicht schneller fahren? Das dauert ja ewig. Mariquita. Oh. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Sie hatten einen Unfall. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alles wird gut. Wir bringen sie zum... Ricardo! Morirás por tus pecados. Ganz ruhig. Was ist los? Sie ist im Delirium. Sie halluziniert bestimmt. Mariquita! Angelito mio. Sie sagt, ich sei ihr Engel. Hola, ¿cómo estás? No sabes cuánto he esperado. Jess, rede weiter mit ihr. Sag ihr, sie muss sich entspannen. Erholen. Mein Spanisch ist nicht so gut. Du kannst das, Liebes. Sag ihr, sie muss sich ausruhen. Mariquita, ¿qué pasa, mi amor? Joghurt. Ausruhen. Necesita. Ist wichtig. Eine Bibliothek zu besuchen. La resta. Der große Subtraktion. Estamos hablando de las matemáticas. Ich glaube, La resta bedeutet etwas anderes, als ich dachte. Tio. Necesita. Un lapis? Was habe ich jetzt gesagt? Onkel braucht ein Schiff. Das ist schön. Sekunde, ich habe das nicht richtig gesagt. Das ist schön. Also L war er. Tio war Onkel. Usted? Necesita. Also brauchen ist schon mal richtig. Descanso. El descanso? Usted necesita el descanso. El descanso? Caps. Sí, estoy cansada. Zumal der Sommerkurs hat sich gelohnt. Mrs. Ortega glaubt das niemals. Du hast nur drei Versuche gebraucht. Habt ihr mal nicht so. Aber ich habe Spanisch gesprochen. Hier müssen wir raus. Vergessen Sie nicht, im Souvenirgeschäft vorbeizuschauen. Das ist echt im Eimer. Gehen wir. Ab ins Souvenirgeschäft. Komm, mach hoch die Tür.
Warne für ein Heli. Müsste ich das wissen? Ich wette, unter den Folgen sind dann immer wieder so eine Kommentare von Alex. Hey, kann uns jemand helfen? So und so ist es. Nicht so. Hallo? Oh, jetzt ist der T-Rex schon zerstört. Was ist passiert? Wo sind die alle? Das Boot hat noch nicht alle zurückgebracht. Wahrscheinlich wegen des Sturms. Genau, ich leg's ja erstmal auf den Boden. Ach, Jesse, bleib doch bei unserer Patientin. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Okay? Okay, aber warum redest du so? Ich rede doch immer so. Jemand will uns kontaktieren, oder? Es kommt aus den Lautsprechern. Sie müssen über den Notrufkanal senden. Moment, ich werde das zurückverfolgen. Kann ich eigentlich auf das Tagebuch zugreifen? Naja, ich will kurz gucken wegen Tagebuch. Steht der immer da? Viereck-Tagebuch. Cool, da kann man noch ein bisschen was lernen hier. Naja, das mache ich dann später wegen meiner Zeit. Fortsetzen. Hier ist nichts. Soll nicht sein. Sichelklaue am zweiten C. Velociraptor. Was zur Hölle ist hier passiert? Tja. Ich glaube auch, hier war ein Velociraptor. Der das Skelett vom Dings runtergeholt hat. Da hinten erstmal. Gucken. Bessere Tage gesehen, hm? Was für ein Chaos. Nein. Nein. Nicht. Das sagt einfach nein. Moment mal. Das war ja nur doof von dir. Total im Eimer. Doch wie er rennt. Hier ist ein Funkgerät. Ja. Kann ich helfen? So. Da ist es. Jetzt den richtigen Kanal? Ja. Wollt ihr das wissen? So, warte. Da. Ne. Bleibst du. Warte. Da. Da war er. Hallo? Jetzt. Hallo? Hier ist Jerry Harding, der leitende Tierarzt. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laura Sorkin. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Dr. Sorkin, Sie sind noch auf der Insel? Wir sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Hm. Was ist mit Ihnen? Wir haben einen T-Rex auf der Tourstrecke gesehen. Es ist ein Glück, dass meine Tochter und ich noch leben. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind zusammengebrochen. Da bricht im Park natürlich das Chaos aus. Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke mal, er wollte uns nicht zurücklassen. Nein, natürlich nicht. Ich versuche auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Ich habe hier eine sehr kranke Frau. Scheinbar wurde sie gebissen, aber ich weiß nicht wovon. Auf jeden Fall etwas Hochtoxisches und... Toxisch? Ausgefranste Wundränder? Heterodonte Bissspur, etwa 20 cm Kieferbreite? Ja, genau so ist es. Was ist mit Ihren Augen? Farbloses Klärer? Obsoklonus? Ja, richtig. Genau so sieht es Verdammt. Aus. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Carfentanil?